23. September 1846. Heute, vor 175 Jahren, entdeckte der Astronom Johann Gottfried Galle den Planeten Neptun. Peter Meyer-Hüsing. Weit draußen, verdammt weit draußen, zieht der Planet Neptun seine langsame Bahn um die Sonne. Nur als fahler Lichtpunkt unter abertausenden Sternen scheint sie dort am schwarzen Firmament. 165 Erdenjahre benötigt Neptun für eine Umrundung der Sonne und sein Licht 4 Stunden durchs All bis zu uns. Eine abgelegene Welt. Mit bloßem Auge ist Neptun von der Erde nicht zu erspähen, selbst nicht in klarsten Nächten. Kein Wunder, dass der eisblau schimmernde Planet so lange unentdeckt blieb. Das änderte sich mit den Fernrohren. Eher zufällig entdeckte man 1781 den Uranus, aber der verhielt sich irgendwie merkwürdig. Seine Bahn entsprach nicht dem, was die Berechnungen der Astronomen voraussagten. Eine mögliche Erklärung: Da draußen gab es noch einen weiteren Planeten. Einigen Mathematikern ließ das keine Ruhe. Sie berechneten komplizierteste Gleichungen, um die Beobachtungen mit der Theorie zu versöhnen. Heute möchte ich von dem unermüdlichen Beobachter verlangen, dass er einige Augenblicke der Durchforstung des Himmels widmen möge, wo es möglicherweise einen Planeten zu entdecken gibt. So schrieb der junge französische Mathematiker Urbain Le Verrier sehr selbstbewusst an den Astronomen Johann Gottfried Galle von der Berliner Sternwarte. Und weiter? Sein Durchmesser ist durchaus so beschaffen, dass er in guten Fernrohren zu unterscheiden ist. Und genau das besaß Le Verrier nicht. Aber Galle stellte das große Teleskop seiner Sternwarte gleich in der nächsten Nacht auf die vom Franzosen angegebene Position im Sternbild Wassermann. Galle nutzte die neuesten Himmelskarten und konnte seinem Assistenten bald vermelden: Dieser Stern ist nicht auf der Karte. Die folgende Nacht brachte Gewissheit, denn der verdächtige Lichtpunkt hatte sich leicht bewegt. Es musste ein bislang unbekannter Planet sein. Der Planet, dessen Position Sie errechnet haben, existiert tatsächlich. Schrieb Galle sofort nach Paris und Le Verrier antwortete überschwänglich: Ihnen ist es zu verdanken, dass wir nun mit Bestimmtheit in den Besitz einer neuen Welt gelangt sind. Der bescheidene Galle wies diese Ehre immer von sich. Heute gelten Galle und Le Verrier gleichermaßen als Entdecker von Neptun. Denn auf diesen Namen des römischen Meeresgottes einigte man sich schnell. 2, 1, we have ignition and we have liftoff. Lange blieb Neptun eine unbekannte, abgelegene Welt am Rand des Sonnensystems. Bis 1977, als die NASA-Mission Voyager 2 zur Erforschung der äußeren Planeten sich auf den langen Weg machte. 12 Jahre später erreichte die Sonde Neptun und lieferte Daten und Bilder, die Astronomen und Wissenschaftlerinnen in Verzückung versetzten. Da saß er nun am Rand unseres Sonnensystems und wartete nur darauf, dass mal jemand seine Schönheit bewundert. Die ganze Zeit hatte er sich auf diesen Tag gefreut, an dem Menschen zu ihm rauskommen und Wow sagen würden. Ich hatte Bilder von Neptun von der Erde aus gemacht, wo wir nicht sehr viel erkennen konnten. Ich hatte mir immer versucht vorzustellen, wie es dort wohl aussehen mochte. Und jetzt sollte ich ihn wirklich zu sehen bekommen. Ich war wie im Fieberrausch. Und auch wenn Johann Gottfried Galle nicht der Neptun-Entdecker sein mochte, einer der schmalen Ringe um den Planeten trägt jetzt seinen Namen. Erspäht hat ihn der Astronom erstmals im Teleskop, heute vor 175 Jahren. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.